Nee, mehr vorne. Und jetzt müssen sich die Kollegen was einfallen lassen. Und schauen Sie mal, wie eng es da ist. Und wenn du so auf die Schikane zufällst, das ist stark. Also das war eine Fahrernummer jetzt gerade von Federico Pini, dem Italiener. Da hat er den Albaner Vigo, den Franzosen hier aber mal ein bisschen alt aussehen lassen, hat die zweite Position übernommen. Wir schauen nach Nathalie Straub. Ja, sie treibt das Feld gnadenlos vor sich her, würde ich sagen. Aber darum geht es im Moment nicht. Es geht darum, ja, wie du sagst, sie ist immer noch gewohnt, den Vierzylinder zu fahren und hochzutreiben und hochzunehmen. Den MT09, den Dreizylinder mit dem Hochraum. Anders fahren, aber ich kenne die Nathalie schon lange und das wird nicht mehr lange dauern. Dann hat die das Ding voll im Griff. Engel ist durchgereicht, ist auf Platz 6, aber vorne das System im BH. Schaut sich mal den Abstand an. Das ist schon wieder mal. Zwei weiterhin Federico Pini im Speedcar. Nach dieser Hammeraktion vorbei an Alban Vigo. Der muss jetzt noch ein bisschen abreißen lassen. Also den ganz ruhig geworden hier. Und jetzt gleich kommen sie zurück. David Mehr fährt Kreise um die Konkurrenz. Das heißt, der fährt pro Runde 2,2 Sekunden schneller. Fährt nur noch 38,0. Die Konkurrenz 39,6. Ja, die lässt sich nicht abhängen. Also das muss man schon sagen. Ist voll mit bei der Musik, fährt auch ihre 39,9, 39,7 und so weiter. Das ist genau das, was die anderen auch alle fahren. Also sie ist voll dabei. Und da ist es schon passiert. David Mehr gewinnt. Und wie? Federico Pini auf der 2, dann Figo Sule.